Clara Zetkin ist in Wiederau im Jahr 1857 geboren und im Jahr 1933 gestorben. Sie arbeitet als Erzieherin. Sie organisierte den ersten Weltkonferenz gegen den Ersten Weltkrieg. Freundin von Lenin, Kommunistin und Kämpferin für die Rechte der Frauen. Günter Stoß, geboren in München im Jahr 1897, gestorben in Zürich im Jahr 1945, deutsche Textildesignerin und Weber. Sie war Lehrerin und Direktorin des Wohnhaus. Sein Motto, Vorstieg und Arbeitsplätze für die Frauen. Ich finde Günter Stoß eine Ähnlichkeit mit meiner Mutter, weil sie sehr talentiert mit Kleidung, Designs und Stickereien ist. Sie will unabhängig leben und sie arbeitet seit sie 15 Jahre alt und auch nach meiner Geburt. Marie Dietrich. Sie ist im Jahr 1901 in Berlin geboren und in Paris im Jahr 1992 gestorben. Sie studierte Lied und Musik. Sie war Sängerin und Schauspielerin. Ihr bekanntester Film ist Blauer Engel. Sie war eine sexuell liebeshafte Frau. Meine Mutter heißt Mingxia Wang. Sie ist 42 Jahre alt. Sie kommt aus China und wohnt in Adige. Meine Mutter arbeitet als Kellnerin in einem Hotel. Ich liebe meine Mutter, weil sie die Familie kümmert. Hannah Arendt. Sie ist im Jahr 1907 in Hannover geboren und im 1973 in New York gestorben. Sie ging ins Exil und lebt in Paris, wenn sie Juden war, Philadelphia im 20. Jahrhundert. Sie schrieb über die Vanität des Wesens. Sie sagt, Hitches Denken ist wichtig und das Wesen zu vermeiden.